Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter auf in Thüringen mit unseren Arbeiten. Teilweise Missionen, teilweise Grasmähen, teilweise Auralkurse einfahren. Das werde ich jetzt tun. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Der Kollege hat es eh schon gesagt, was wir machen. Düngen, bis keine Missionen mehr da sind. Dann darfst du eine aussehen. Aussehen? Ja. Ja, ich habe keine Sehmaschine. Nicht? Der Händler freut sich über jeden Auftrag. Ja, das weiß ich. So. Du kannst bei uns zur Zeit auch ein Dings kaufen, eine Grassalatmaschine. Mit entsprechendem Rabatt. Hast du es gelesen? Ja. Aber was ich hab's bei der Firma. Wie viel kriegst du Rabatt? Zum zusätzlichen Rabatt als Firmenmitglied kriegst du mal, glaube ich, 15%. Ich meine, wenn du so eine kaufen wolltest, ist das nicht schlecht. Wie gesagt, dann musst du auch kaufen wollen. Ansonsten ist das, wenn du eine hast und du brauchst keine, ist das Blödsinn, ne? Sag mal so. Ja, das stimmt, was du eventuell sowieso eine gekauft hättest. Ja, dann macht das Sinn. Dann sparst du ein. Und da ich ja keine große Wiese habe, brauche ich keine Maschine. So, ich gerade habe ich ja Cola gekauft beim Spar. Die war eh verbilligt, ne? also Aktion. Flasche 1 Euro. Und ich wollte die Dings voll haben, die Rabattmarke für 20%. Habe ich fleißig Cola gekauft. Weil ich die so kaufen werde. Und da sie eh verbilligt war, kann man da zuschlagen. Da muss ich mal sehen, schauen, nächste Woche, wenn es Rabatt gibt. Da kaufe ich Grillfleisch. Und da kannst du vorbeikommen. Machen wir Corona-Party. Dann wird die Party aufgelöst von der Polizei wahrscheinlich. Dann werde ich ihnen erklären, dass das Privatgrundstück ist hier. Sie haben nichts zu suchen hier. Oder sie einladen auch essen können. Das ist Privatgrundstück und sie haben 5 Minuten Zeit, das zum Verlassen muss. Wo war das gewesen? Ich weiß gar nicht wo. So ein Film hier. Ach hier, Kevin allein zu Hause. Wo er das Video abgespielt hat hier. Und der andere vor der Tür stand und er plötzlich die Knaller in den Topf reingeworfen hat. Sie haben 5 Minuten Zeit, das Hof zu verlassen oder so ähnlich, hat er gesagt, im Fernsehen. So ein Western, so ein alter. Ja, ich glaube, er hat gesagt, ich zähle jetzt bis 10 und dann. Ja, ja, genau. Gesagt, ja, ja. Und dann bist du mit deiner hässlichen Scheißvisage von meinem Grundstück verschwunden. Das muss mein Bullen auch machen, so ähnlich. Und dann zählt er 1, 2, 10 und dann ballert er schon, ne? Ja, ja. Das ist ja gerannt, du. Naja, gut, ich sag mal so, wenn du jetzt bei mir in der Wohnung wärst, ne, würde dich ja keiner sehen. Und der Parkplatz ist von draußen nicht sichtbar, ne? Und daher unser Kanzler ja, oder dein Kanzler, meiner ist es ja nicht, ne, der die Maßnahmen lockern will, ne? Ich sag mal, wenn wir uns eine Firma treffen, ist es auch privat auch egal, ne? Normalerweise schon, ja. Also da ändert sich nichts, ne? In einem Ort, wo sie mal Quarantäne gemacht hatten, da haben sie mal so einen Test gemacht, da waren 15% waren infiziert, 15%, die hatten schon Abwehrkräfte gehabt und der Rest war eigentlich neutral, also die waren gesund, ne? Also die hatten nichts gehabt. Aber die 15%, die waren schon immun.
Also den war es im Grunde völlig erwurscht, ne? Machst du gerade irgendwas Spezielles? Ja, ich fahr Kurs ein. Ach Hackt so. er gerade? Aber voll und die ganze Zeit, also die ganze Strecken, was ich bis jetzt gefahren bin. Ja, ich fahre gerade den Kurs ein, also. Aber nicht so wie beim Courseplay hängt es länger. Da ist es Naja. immer nur kurz für einen kleinen Moment und dann geht es gleich wieder weiter. Ja, ich nehme an, weil ich die Punkte gerade fahre und das kann sein, dass er das nicht mag. Ich weiß, früher bei der alten Version, da hast du im Prinzip es am Ende berechnen können, also komplett am Ende. Dann hast du auch nichts machen können. Jetzt scheint das so zu sein, dass es gleich dabei ist und berechnet. Ich meine, ein bisschen fahren muss ich noch. Ich bin jetzt gerade bei Feld 2 und Feld 7. Und da muss man ganz kurz gucken, wo ich abbiegen muss. Ich will ja auch Richtung Hauptstraße. Und nebenbei will ich ja eigentlich irgendwann ich bin jetzt auf Feld da oben. Wenn ich geradeaus fahre, komme ich zur Hauptstraße. Und später kann ich ja die 2 und 3 und 4 auch mal anschließen. So, geht weiter. Jetzt wird alles gut. Aber dass sich das so stark auswirkt, hätte ich nicht gedacht. Ja? Dass sich das so stark auswirkt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch gerade auch nur 22 FPS. Oder 18 und 29. Denn früher konntest du nur den Kurs einfahren und zum Schluss hast du geklickt auf Berechnen. Und wenn er beim Berechnen dabei war, dann konntest du auch nichts machen. Also dann war alles absolut tote Hose. Und je nachdem, wie groß die Karte war und Leistung des Rechners, konnte das bis zu 4 Stunden dauern, ne? 4 Stunden. Wenn der Rechner zu schwach war, dann hat es lange gedauert. Bei der großen Karte, bei der Vierfach zum Beispiel. Weil er jetzt jeden Punkt, den er jetzt schon mal eingezeichnet hat, immer wieder neu berechnen muss. Und je mehr Punkte vorhanden sind, umso schlimmer wird's. Ich müsste höchstens mal wieder mal in der Anführungszeichen in der Offline-Zeit halt machen. Wenn ich allein bin. Weil ich praktisch den Livestream immer übe. Aber sieht gut aus, bin wohl da. Ich glaube, ich komme dahin, wo ich nicht hin wollte. Mal sehen. Aber das macht nichts. Ich komme gleich zur Hauptstraße. Und es ruckelt noch, ne? Ich Gibt die meine, Frühling, da darf es sehr wenig regnen. ja. Zu Erntezeiten her, schön, wenn nicht ist. Fährt sich auch beschissen. Ja, jetzt geht's wieder. Soll ich Ja, auch? jetzt stuckt's wieder. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt wegen Kurs. Wegen Baum habe ich ganz kurz angehalten. Das Ende ist nah. 10 FPS. Macht sie auch für mich blöd beim Fahren. 5, 14, 10. Aber ich bin gleich da an der Straße, kann gleich anschließen. Dann geht's. Die Brücke ist nur so eng, das ist blöd. Einzig, wenn wir mal sehen, dass da nicht zur gleichen Zeit zwei Fahrzeuge ranfahren.
Aber ist ja meist nicht der Fall. So. Oh. So. Jetzt Fertig. mache ich schon sehr kleine Felder, weil gar keine großen mehr zum Dringen sind. Ja. So, bin fertig. Also jetzt kann er den Kurs berechnen, denke ich mal. Fahr gerade zum Hof zurück. Muss ich mal schauen, ob das hier eingestellt ist. Distanz vorausschauen. Lenkung 5 Meter. Ja. Ja, hackt immer noch ein bisschen, ne? Ja. Aber ich fahre aktuell aber nicht mehr. Ich fahre keinen Kurs mehr ein. Ja, vielleicht speichert er jetzt das noch oder so. Das kann sein, dass er das berechnen tut oder so. Das kann sein. So, jetzt fahre ich mit Audreif. Jetzt geht er gerade. Ja, ich fahre jetzt nur mit Audreif. Also im Prinzip, keine Ahnung. Oder ich habe das ganze Dieter-Modus an, das kann auch sein. Mal ganz kurz. Aber jetzt hat es wieder gehackt. Augenblick. Kurs beendet. Bremse. Ich mach mal den Modus aus, Dieter-Modus, wo mir das anzeigt, den Strich und so. Vielleicht ist das besser. So. Aktuell fahre ich mit Modus und lass man nicht anzeigen. Es hakt aber teilweise immer noch kurz. Ja. Ich entferne mich gerade von diesem Kurs. Es wird besser. Obwohl er zeigt ja im Grunde nicht viel an, ne? Vielleicht muss er im Hintergrund berechnen, das kann sein. Ist möglich. Warte mal, wo hier war die Linien eingeblendet? Vielleicht soll ich das mal weg da. Vielleicht kann er helfen, ja, theoretisch ja. Wenn er den Kurs immer anzeigen muss, ist ja auch irgendwo eine Leistung, ne? So, wer hast du jetzt gesehen, weil wo ich zuerst war, da waren keine Linien. Also da waren noch keine Kurse. Na, aber. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's nicht mehr. So, ja, ich denke, man wird sich eh mal beruhigen. Oder wir starten mal ganz kurz durch und neu und dann neu starten und so eine Sache. Kann sein, ob daran liegt. Ja, ist es bei dir auch so? Ja. Mal top, mal ist es unter alle Sau.
Bei mir zwar 60 FPS, aber es ruckt halt, wo es hakt so richtig, ne? Ja. Grunde man nicht Fahrer, dann geht es einigermaßen. Oder er macht gerade mächtige Fehler irgendwo im Spiel. Dass er die Logdatei richtig vollknallt. Das könnte ja. Na, da ist eigentlich nichts. Aber jetzt Da geht's. steht nur, ein paar Mal steht drinnen Traffic Collision Trigger Missing von meinem neuen Feind, aber das ist wurscht. Sonst da steht nichts. Da steht ein Baum mitten am Feld. Also nicht mitten, aber. Oh. Dann mache ich ihn weg. Im Feld, der steht wirklich im Feld. Also ich habe mal eine Fräse kaum. Ich muss gleich ein bisschen fräsen. Forstmaschinen. Was ich auch brauchen könnte, wäre das Ding zum. Ich habe einen blauen Traktor und im Blau kaufen. Zurück. Das Ding für, wo man das aus dem Wald rausziehen kann, die Bäume, diesen E, nee, Taifun. Ja, der ist cool, den habe ich auch. Den kann ich mir schön hinten anhängen am blauen Traktor, hoffe ich jedenfalls. Weil der hat nämlich die entsprechende Leistung und kann entsprechend fahren. Nebenbei kann er immer noch Gras mähen, das dauert ein bisschen. Bevor ich zum Schwatten komme. Ja, mein Rechner ist aktuell nicht ausgelastet. Die Grafikkarte ist bei 67, nee, 63 Grad Celsius. Knappe 40% und die Prozessor ist bei 9. Ist also Prozent. Und bei 67 Grad, also ist halb zu wild. Ja, und Logfehler zeigst bei mir so gut wie nix. Ja. Ich habe nur ganz stark, dass es am Dings liegt, am Kurs einfahren. Dass er das dann noch berechnen muss. Denn jetzt aktuell läuft es einmal frei. Naja, gut, jetzt haben wir gerade mal 12. Aber vorhin war er auf. Vielleicht wächst er was durch. Wachstum oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder wir müssen nach der Aufnahme ganz kurz beenden. So, Zuschauer, das soll es denn für heute gewesen sein. Sag mal Tschüss und wir gehen. Ciao. Ja, wir machen gleich weiter, hoffentlich gleich mit einer besseren Performance. Tschüss und winke, winke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.